Mushroom auch Oktober. Irgendwas ist da. Ich muss mal abspülen. Und was machen wir dann? Also das nächste Rezept ist fertig. Ist halt ultra nice. Und danach machen wir ein geniales Kokoscurry mit Süßkartoffeln und Brokkoli. Super schnell. Da werden wir Reis kochen. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber ich mache das jetzt, weil ich bin nicht so gut mit Reis. Ja, ja, ihr könnt haten. Ich werde Reis im Kochbeutel machen. Ich weiß, es ist wack und so. Man kann auch voll easy einfach Reis im Topf machen. Wir haben sogar einen Reiskocher und so weiter und so fort. Ich check das alles nicht. Ich mache einmal im Jahr Reis. Ich mache das jetzt mit dem Kochbeutel. In der Zeit, wo ihr abhatet, was voll okay ist, ihr könnt mich gerne dafür kritisieren, in der Zwischenzeit werde ich abspülen. Eine Abspülcam, das wäre was. Aber die Cam ist so gut ausgerichtet gerade, ich lasse die weg. Ist auch nicht schlimm, wenn ich gerade auch nicht lesen kann, was ihr schreibt wegen meinem Kochbeutel Reis. Ich kann nichts lesen von hier. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Bin gleich bei euch. Ich mache jetzt noch die Pfanne. Den Deckel von der Pfanne und dann bin ich eigentlich gleich wieder bei euch. Bin gespannt, was ich jetzt gleich lese. Oh, das muss ich auch abspülen. Ich habe schon Michis Nachricht gelesen. Reiskocher ist das Einfachste überhaupt. Wäre was anderes. Den schicke ich Onkel Kim vorbei. Wer ist Onkel Kim? Echtes Frauenland oder zugezogenes? Was für Frauenland? Und, okay. Asratus, was hast du geschrieben? Ich habe mal eine Frage zu diesen Ankerkrautgewürzen. Ich habe da die Sorte Bulette und Frikadellen, Pizzagewürz, Bolognese. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie ich die benutzen muss. Muss ich zum Beispiel die Bulettenmischung zu rohem Hackfleisch dazu mischen, wenn ich selber Buletten brate? Oder kann ich die auch auf fertige Buletten draufstreuen? Auf jeden Fall zu dem Hackfleisch. Das ist quasi, wenn du etwas zubereitest, wo du dann normalerweise irgendwie Salz, Pfeffer, Paprika, Gewürze und so nehmen würdest, dann nimmst du die Gewürzmischung. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade, ist zwar keine Bolognese-Soße, die ich gemacht habe, aber eine Tomatensoße zu Nudeln. Da habe ich Bolognese-Gewürz drauf gemacht. Und das...